Nach meinem letzten Video über die Jonathan Galindo Challenge oder die Blue Whale Challenge, wie man sie nun nennen möchte, habe ich von euch hunderte Nachrichten bekommen, dass ich mir die Sache noch einmal genauer ansehen soll, dass ich mehr herausfinden soll, und heute möchte ich dem einmal nachgehen. Ich habe jetzt die letzten Tage mich sehr mit der Recherche beschäftigt, um eben neue Dinge herausfinden zu können und unter anderem die Fragen zu beantworten: Wie kann es sein, dass diese Profile tatsächlich die IP-Adressen von manchen Leuten herausfinden und damit auch herausfinden können, wo diese Leute leben? Und letztendlich, was sind die 50 neuen Challenges dieser Jonathan Galindo Challenge bzw. dieser neuen Blue Whale Challenge? Und eben diese Fragen kann ich jetzt, glaube ich, ziemlich gut für euch beantworten. Zunächst einmal Folgendes. Die meisten Nachrichten, die ich von euch gekriegt habe, waren eben, dass ihr Nachrichten gekriegt habt von solchen Profilen oder dass Jonathan Galindo Profile euch gefolgt sind. Viele Leute hatten Panik, dass dies nun der echte Jonathan Galindo gewesen ist, doch hier kann ich euch erst einmal beruhigen. Wenn ihr allein auf Instagram, so wie ich es gemacht habe, Jonathan Galindo eingebt, könnt ihr über 1000 Profile finden, die alle den gleichen oder ähnliche Namen tragen. Jonathan Galindo 666. Jonathan Galindo mit jeder irgendeiner zufälligen Zahl dahinter, Jonathan Galindo mit Bindestrichen, Punkten und was weiß ich nicht. Derzeit machen Leute jeden einzelnen Tag sich weltweit Jonathan Galindo Profile, um eben Leute anzuschreiben, um manche Leute zu verängstigen. Die meisten dieser Menschen sind allerdings nur Trolle, die versuchen, sich einen Spaß zu erlauben. Das bedeutet, nur weil so ein seltsamer Account euch folgt, braucht ihr erstmal noch überhaupt keine Angst haben. Doch wie kann es tatsächlich sein, dass manche dieser Profile, die jetzt gerade anfangen, Leute willkürlich anzuschreiben, es tatsächlich schaffen, bisher die IP-Adressen von manchen herauszufinden und somit zurückzuverfolgen, wo diese Menschen leben? Denn während ich zunächst davon ausgegangen war, dass das alles nur ein Gerücht ist und eben diese Profile überhaupt keine privaten Infos erlangen können, scheint dies nicht echt zu sein, jedenfalls in gewissen Bezügen. Man muss sagen, wenn ihr einfach nur mit so einem Profil interagiert, sprich, so ein Profil schreibt euch an und ihr antwortet diesem Profil, dann seid ihr noch nicht in der Gefahr, dass diese Person irgendetwas über euch herausfindet, solange ihr es ihm nicht sagt. Über ein simples Chatgespräch kann man nicht die IP-Adresse der anderen Person herausfinden, jedoch tun sie etwas anderes. Sie schreiben euch an, ob ihr gerne mitmachen wollt eben bei dieser Jonathan Galindo Challenge, bei dieser Blue Whale Challenge, und schicken dann extrem häufig einen Link. Sie schicken verschiedenste Links und sagen, wenn man mitmachen will, da muss man auf den Link klicken. Auf diesem Link sieht man die unterschiedlichen Challenges, die man machen muss, oder andere Informationen zu dieser Challenge. Und wenn ihr auf solche Links klickt, die diese Profile euch zuschicken, dann lauft ihr tatsächlich Gefahr, eben dass sie eure IP-Adresse herausfinden. So kommt es bereits in Vietnam besonders vor, dass schon extrem viele Menschen zurückverfolgt wurden und wo diese Leute tatsächlich bis nach Hause zu denen gefahren sind und Fotos von den Straßenschildern ihrer Heimatstraße zu machen. Also, es kann tatsächlich sein, dass diese Profile eben es schaffen, euren Wohnort herauszufinden, solltet ihr auf Links klicken. Das bedeutet, schreibt euch so ein Profil an oder kommentiert unter euren Bildern auf Instagram oder auf Twitter oder auf YouTube irgendetwas und schreiben dabei einen Link. Reagiert da nicht drauf. Blockiert diese Profile, meldet diese Profile, aber egal was ihr macht, klickt keine Links an. Zudem sollte aber auch noch gesagt sein, nur wenn ihr Links anklickt, ist es immer noch keine so große Gefahr. Ihr müsst nicht davon ausgehen, dass jeder dieser Menschen ein Mörder ist, der dann zu euch nach Hause kommt und versucht, euch umzubringen. Wenn sie eure IP-Adresse damit zurückverfolgen würden, würden sie dies höchstwahrscheinlich tun, einfach nur um euch zu verängstigen und euch dazu zu zwingen, dass ihr eben weiter diese Challenges macht. Doch wo wir eben bei diesen Challenges sind, was genau sind die Jonathan Galindo Challenges? Und dafür haben wir mittlerweile einige Antworten. Denn auf Twitter und Instagram haben viele Leute bereits ihre Erlebnisse mit diesen Jonathan Galindo Profilen gepostet. Und die meisten dieser Profile machen immer wieder das Gleiche. Sie posten ein Bild von einer Reihe von Challenges. Sprich, die meisten Profile zeigen gar nicht einzelne Challenges jeden Tag auf, sondern sie schicken direkt alle 50 Challenges in der Reihenfolge, in der man sie machen muss. Und das Ganze klingt jetzt erstmal krass und als ob wir schon alle Informationen haben, doch in den meisten Fällen sind es tatsächlich einfach die gleichen Challenges, die auch bei der Blue Whale Challenge verwendet wurden.
Die meisten Profile von Jonathan Galindo schicken also die erste Challenge zum Beispiel rum, dass man sich F57, das Codewort für die Blue Whale Challenge, oder einen blauen Wal in den Arm ritzen soll. Und dann geht das Ganze eigentlich weiter mit gruseligen Videos, die man angucken muss, dass man bis 4.20 Uhr wach bleiben soll oder sich einen Wecker auf 4.20 Uhr stellen soll, dass man sagt, wann man sterben will, dass man ein Todesdatum zugeordnet kriegt. All diese Challenges sind im Internet nachlesbar und ich habe sie für euch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Challenges, die häufig rumgeschickt werden, sind also ganz klar verknüpft mit der damaligen Blue Whale Challenge und funktionieren auch auf die gleiche Weise. Sie enden am 50. Tag mit dem Suizid. Doch das sind nicht die einzigen Challenges, die wir haben, denn die Jonathan Galindo Challenge ist nicht so koordiniert, wie die Blue Whale Challenge damals gewesen ist. Die Blue Whale Challenge ging von einigen Personen aus Russland aus. Sie haben das Ganze geplant und das Ganze hergestellt und deswegen waren es die Challenges, die sie gemacht hatten. Da jetzt aber so viele Menschen weltweit auf diesen Hype-Train aufgestiegen sind, haben viele Leute sich eigene Challenges überlegt, die mittlerweile immer und immer wieder häufiger auftauchen. So gab es zum Beispiel einen Vorfall, wo eine Userin auf Twitter Kontakt mit einem Jonathan Galindo-Profil hatte und dieses Profil sagte ihr, man solle sich eben ein KSI in die Hand schneiden bzw. in den Arm schneiden. Oder eine andere sagte, dass sie ebenfalls Kontakt mit Jonathan Galindo hatte und der wollte auch, dass sie sich etwas in den Arm ritzt. Als sie dann gesagt hat, dass das Ganze schmerzhaft klingt, sagte das Profil sogar, dass das nicht schmerzhaft ist, sondern sogar Spaß macht und das Gehirn einen nur reinlegt, weil es denkt, es wäre schmerzhaft. Sprich, diese Profile versuchen extra Kinder anzuschreiben oder Jugendliche und sie reinzulegen, dass sie sich selber verletzen. Ansonsten haben wir auch noch einen Vorfall, der in Portugal passiert ist, wo ein Junge vor einigen Tagen zu seinen Eltern weinen kam und sagte, dass er Kontakt zu einem Jonathan Galindo-Profil hatte und dieses Profil ihm direkt die Aufgabe gegeben hat, er solle von einem Gebäude springen. Sprich, manche dieser Challenges bzw. manche dieser Galindo-Profile sind gar nicht darauf aus, 50 Challenges mit euch zu spielen, sondern sie wollen direkt die 50. Challenge durchführen oder direkt irgendwelche harten Challenges durchführen, die euch sehr schnell zum Selbstmord bringen. Also, die Challenges dieser Jonathan Galindo Challenge sind im Großen und Ganzen vermutlich die gleichen wie bei der Blue Whale Challenge, aber es gibt viele unterschiedliche Leute, die davon abweichen. Ihr könnt aber eine Sache wissen, egal welche Challenges eben da sein werden, es werden keine sein, die in irgendeiner Art und Weise Spaß machen. Es sind keine Challenges, wo man sich freut, diese durchzuführen, sie haben mit Selbstverletzung, mit Angst und mit Panik zu tun. Und leider ist es bei diesen Challenges so, dass viele Leute, nachdem sie einige davon erledigt hatten, tatsächlich anfingen, Selbstmordgedanken zu kriegen, weil sie in dieses Spiel schon so verstrickt gewesen sind. Solltet ihr in Kontakt mit solchen Profilen gewesen sein, was durchaus der Fall sein kann, dann bekommt keine Panik. Egal, was diese Profile euch schreiben, dass sie wissen, wo ihr lebt, dass sie wissen, wer eure Eltern sind und sie diesen was antun werden, was weiß ich. Alles, was sie sagen, ist grundsätzlich gelogen. Sie wollen euch nur Angst machen. Sie wollen euch beeinflussen und dazu bringen, dass ihr euch selbst etwas antut. Während der Blue Whale Challenge, die damals existierte, haben sich die meisten Leute wahrscheinlich umgebracht, weil sie sowieso Depressionen hatten und dieses Spiel als Chance genutzt haben, sich eben selbst umzubringen. Doch einige andere hatten sich umgebracht, weil sie Angst um ihre Familie und Freunde bekommen hatten, weil diese Profile eben gelogen hatten, sie wüssten, wo diese Menschen leben. Ihr solltet einfach grundsätzlich versuchen, sicher zu bleiben, damit nichts Schlimmes passiert. Weltweit sind Polizeistationen alarmiert und es wird derzeit nach einem Schuldigen gesucht. Es wird danach gesucht, wer diese ganze Challenge losgetreten hat. Doch selbst wenn der originale Jonathan Galindo geschnappt wurde, ist es nicht wirklich eine Lösung dieses Problems, weil es so viele andere Profile gibt, die mittlerweile bei dieser Challenge mitmachen. Es ist also grundsätzlich egal, ob Jonathan Galindo geschnappt wird oder nicht. Das Einzige, was man in dieser Situation bisher tun kann, ist abwarten. Wir müssen einfach derzeit abwarten, dass das Ganze irgendwann vorbei ist. Genauso wie es bei der Blue Whale Challenge war. Nachdem es losging, hat es eine lange Zeit gedauert, doch irgendwann war sie einfach wieder verschwunden, weil die Leute sich nicht mehr dafür interessierten.
Und bis dies eben vorbei ist, können wir nur anfangen, Leute zu warnen. Wir können ihnen mitteilen, dass sie sich eben schützen sollen, dass sie Selbsthilfe-Hotlines anrufen sollen, wenn es Probleme gibt. Man kann Videos über dieses Mysterium bzw. über diese Challenge teilen, die eben darauf hinweisen, was man tun soll. Man kann viele unterschiedliche Dinge tun. Wichtig ist, wenn ihr wisst, dass irgendjemand da drinne verstrickt ist, versucht den Personen zu helfen und haltet euch selbst von ihnen fern. Meldet alles, was ihr melden könnt und klickt niemals Links an. Das war auf jeden Fall das, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ihr wollt, gucke ich natürlich weiter, ob ich noch mehr Sachen herausfinden kann. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.